Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einem angespielt, angezockt, mit euer Shit. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen raus. Ja, wurde mir wärmstens empfohlen. Vielen Dank dafür. Disney's Adventures. Ja, das Spiel. Jetzt muss ich mal selber ganz kurz noch nachrecherchieren. Disney's Adventures. Ganz auf Steam hat es auf alle Fälle sehr viel positive Reviews gekriegt. Was mich sehr wundert eigentlich. Ich hatte ja schon einiges gesehen, aber noch nicht sowas. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, damit ich euch ein paar Infos darüber. Also auf alle Fälle wurde es entwickelt auch von Frontier Entertainment. Ah ne, Disneyland Adventures, ne? Gucken wir mal, Disneyland selber, ja. So, da ist es ja. Also auf Google Review kann ich euch nur sagen, das Spiel war auch ein Kinect-Spiel. Aha, interessant. Wurde damals für Xbox 360 herausgebracht und wurde am 15. November 2011 veröffentlicht. Herausgeber war Microsoft Studios. Designer Rob Davis ist ein, jetzt kommt's, Open-World-Spiel. Okay, kann man mal so nehmen. Und es erschien auf der Xbox 360, auf der Xbox One, ja, und natürlich auf Microsoft. Entwickelt wurde es von Frontier Developments und Asbo Studios. Also, ich glaube, ich habe gesehen, bei Steam kriegt er das Spiel hier für 16 Euro. Ja, und was man denn jetzt für 16 Euro überhaupt bekommt in dem Spiel, wollen wir doch einfach mal herausfinden. Ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt, also wundert euch nicht. Es ist Xbox-Controller, kann man nehmen, für so ein altes Spiel, gar nicht mal so schlecht. Deswegen habe ich hier mal 0%, ich habe einfach nur mal kurz reingespielt, um zu Grafikeinstellungen anzutesten. Komm, wir nehmen mal den dicken Mickey und fangen einfach mal ein direkt neues Spiel an. Wir haben hier, was haben wir da überhaupt, Einstellungen, ich glaube gerade mal 720p, ja. Mehr kriegst du einfach nicht raus aus der Auslösung. Kann ich das aber zeigen. Hier, ihr könnt maximal... Ich glaube, ja, es sind 720p Videos maximal. Ah, ne, 1080? Ne, 1080, Full HD. Okay, ist ja auch nicht schlecht. Auf Full HD, dann haben wir noch Details, die wir einstellen können. Ja, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hier. Niedrig, mittel, hoch. Ich habe das Ding gleich mal auf hoch geputscht. Und, ja... Fangen wir einfach mal direkt an. Ich bleib mal objektiv hier. So, neues Spiel. Auf geht's. Ab ins Disney World. Wollen wir ein bisschen Spaß haben hier. Ja, Hinweise. Es wird auch, glaube ich, gar kein Tutorial erklärt. Du wirst einfach direkt voll ins Spiel reingeschmissen. Ja, scheiß drauf. Tutorial braucht man, glaube ich, für dieses harte Open-World-Spiel nicht. Minigun rausgeholt und dann alles weggemetzeln, was dran nicht und nagelfest ist. Nein. Im Großen und Ganzen sind Disney-Spiele ja eigentlich ganz funny, muss man sagen. Also, wenn sie gut gemacht worden sind, sind sie eigentlich ganz funny. Es gibt eine Menge Disney-Spiele, wie mir mal so aufgefallen ist. Ich bin über Disney schon in Jahren hinweg überhaupt gar nicht mehr so richtig auffällig geworden. Bin auch voll nicht mehr auf dem Laufenden und da so geht's los. Ja, das ist halt so ein bisschen Disney World nachgestellt, muss man sagen. Also, nicht eins zu eins getreu, aber... Also probiert die wichtigsten Parks und Themenbereiche mit reinzunehmen. Deswegen, hier, Mickey, die alte Sau. Du alter, großer Ohrenpiercing, du. Ja, Disney World. So, wir dürfen uns erstmal entscheiden, sind wir ein Junge oder ein Mädchen? Oh, diese Fressen, Alter. Ich krieg jedes Mal einen Schock, wenn ich dieses Grinsen sehe. Wow, was ist denn da mit der Gesichtsanimation passiert, ey? Alter, grinst mal für mich. Wow. Hardcore, ernst Hardcore. So, komm, wir nehmen mal einen Jungen. Die hat er mir schon mal einen zusammengestellt. Der war total geil. Ah ja, also ihr habt die Möglichkeit zwischen 1, 2, 3, 4 auszuwählen den Sachen. Also es ist von jeder Stufe was dabei. Zum Europäer bis hin zu Afroamerikaner. Was ist das? Griechisch? Ja, türkisch so in der Richtung hin. Bis hin zum Asiaten. Also, man hat eigentlich alles dabei. So, komm, wir nehmen mal den. Da haben wir noch einen Stil. Der ist total geil. Ja, wir können uns Haare noch zusammenlegen. Ja. Ich habe mir so einen schönen geilen Captain Geil gemacht. So richtig Street Fighter Look. So, das könnt ihr dann machen.
Nein, ich will weiter. Nein! Das soll schon so bleiben, mach mal fortfahren. So, genau, das Oberteil können wir uns doch festlegen. Da gibt es auch so ein paar Variationen, die man so einstellen kann hier. Oh, diese Grinsebacke, Alter. Das geht gar nicht, ey. So, komm, was kriegst du denn mal? Also viel Auswahl haben wir nicht. Kriegst du ein Chaoshemd an hier? Ja, genau. Da haben wir ihn doch schon. Oh Gott, ich muss mich zusammenreißen. So, da sind wir auch schon fertig mit der Charaktererstellung. So viel war. Ja, wir sind, ja, das ist er hier. Hallo, ich bin Mickey Maus. Schön, dich zu treffen. Oh je, ich hatte gehofft, heute die Autogramme von meinen Freunden zu bekommen. Aber ich war so beschäftigt mit der Bürgermeisterwahl von Toontown, dass ich keine Zeit hatte. Hey, könntest du Donald fragen, ob er für mich dieses Buch unterschreibt? Das wäre echt nett. Alter, ich hoffe, wir haben Mickey gerade überhaupt mal gehört, ey. Warte mal, ich werde mal verlassen. Danke, dass du mir ja, schau, Mickey. Nervt jetzt nicht. Junge, die ganze Bande ist heute hier. Alter, jetzt brüllst du mich zu, oder was ist los, ey? Was ist denn mit dir kaputt, ey? Mickey, du hast gerade eine richtig heftige... Mann, wo ist die Lautstärke-Regel? Ey, wird ja wohl noch eine Laut... Ey, komm, ey, echt, ey? Euer Ernst? Ah, danke. Oh, lass mal... Ich hab schon Sprache auf 100%, verdammte Scheiße. Na komm, kurbeln wir noch etwas in der Musik ein bisschen runter. Alarm auf 50%. Ich glaube, das müsste reichen. Danke. Haben wir noch Effekte hier noch drin? Wollen wir noch einen Untertitel mit reinhauen? Ich weiß nämlich nicht. Ach komm, die Effekte kannst du voll bumpen. Ey, hauen wir noch einen Untertitel mit rein. Ja komm, wir wollen den mal auf einstellen. Lass uns mal den auf Untertitel auf einstellen, damit man sich was noch nachlesen kann, falls es wirklich hier... Ach du Kacke. Da gibt es ja doch ein paar mehr Setups. So, das haben wir. Ich zeige euch mal eben ganz kurz die Parkkarte, damit ihr auch mal einen Überblick bekommt, wie das Ding hier überhaupt aussieht. So, was haben wir da? Kiffer County. Ich war. Das ist, müsste der. Ja, klar. Das ist, der amerikanische Disney World. Das ist nicht, Paris. Tomorrowland. Adventureland. New Orleans Square. Mickey's Town. Phantasialand. Wer sich alles kennt. Ja, und mit allerhand möglichen freundschaftlichen, süßen, kleinen Leuten drin. So, Mickey hat also wieder mal voll keine Zeit, ist wieder voll beschäftigt. Und wir sollen Autogramme von Donald holen. Yep. Es gibt ja noch die geilste Interaktion, die habe ich noch nicht gemacht. Die mache ich jetzt einfach mal mit euch. Wir interagieren mal. Hast du schon Gelegenheit, Donald um sein Autogramm zu bitten? Alter, bist du leise, ey. Na, scheiß drauf. Ich habe ja Untertitel drin. So, wir können jetzt interagieren mit... Yo, check it. Yo, check five, Mann. Komm. Unterschreib mal mein Autogrammbuch, das du mir gerade gegeben hast. Das unterschreibe ich gerne für dich. Danke. Ich bin mir so ein Rotzlöffel. Ich klaue dir gerne ein Autogrammbuch. Danke, dass du gefragt hast. Kein Ding, Mann. Kein Ding. So, jetzt kommt nochmal so ein Tanz-Animation. Mir tun ja immer noch die Leute voll leid, die in diesen Kostümen drin stecken, ne? Ja, die müssen da unter schwitzen wie die Hölle. Herrlich. Und jetzt noch eine Umarmung. Komm, Mickey, hier. Na los, komm, Digga. Na, also läuft doch bei dir. Oh, ja. Vielen Dank. Vielen Dank, alles klar. Danke, dass du mir Donalds Autogramm besorgt hast. Boah, Alter. Was ist denn los hier? Hast du vergessen, was du sagen wolltest? Ich hab nicht vergessen, was ich sagen wollte. Ich hol dir das Autogramm, Alter. So, falls ihr mal nicht weiter wisst, wie was hier funktioniert, es gibt hier so eine Art, ihr seht diesen kleinen, was ist das? Strahl unten auf dem Boden. Den müsst ihr einfach nur hinterherlaufen, dann kommt ihr auch aufs richtige Ziel hinaus. Dazu haben wir noch diese Tante hier. Die sagt erstmal schön, dich wiederzusehen. Ich habe sie vorher noch nie gesehen. Aber sie sagt erstmal schön, dich wiederzusehen. Ich kenne sie nicht mal, aber kannst du mit ihr interagieren? Das King Arthur Karussell war ursprünglich ein antikes Denzel-Karussell. Aber zu den Figuren fehlten Affen, Löwen, Tiger und Hasen. Walt wollte, dass alle Tiere Pferde sind, denn König Artus ist nur auf Pferden geritten. Also haben die Imagineers weitere antike Karussells gefunden und alle Pferde zu einer Disneyland-Herde zusammengestellt. Jetzt weißt du etwas mehr über diesen magischen Ort namens Disneyland.
Ich danke dir, du kleine Klugscheißerin. Warst du schon im Haunted Mansion? Hier macht Gruseln Spaß. Oh, nee, da muss ich unbedingt noch hin. Aber wenn du jetzt schon auf Gruseln kommst, Baby, dann bin ich ganz heiß drauf. Na, auf alle Fälle sind wir jetzt also dieser kleine Rotzlöffel hier und holen uns Autogramm, was diese Pferdedinger zu bedeuten haben. Ich habe noch keine Ahnung. Vergiss nicht, Donald, aber wir müssen erstmal zu Fat Big Ass Donald. Yeah, I love this shit guy. Ich bin Donald Duck. Schön, dich zu treffen. Wow, ein Autogrammbuch von Mickey. Mein Autogramm, aber natürlich. Meine Freunde werden neidisch sein. Ich werde Bürgermeister von Tootown. Red Donald! Haha! Bring dir mal bitte das Buch zurück! Ja, werde ich machen. Ich bin extra mal leise dazu. Jetzt interagieren wir nochmal mit Donald. Ey, nicht über die Frisur, mein Freund. Nicht über die Frisur. Das hat so viel Haare gekostet, das Zeug hochzukriegen. Ein Autogramm? Von mir? Oh, deine Freunde werden neidisch sein. Deine Freunde werden neidisch sein? Oh. Was für eine tolle Umarmung. Sagte die Ente zum kleinen Kind. Deine Bewegungen sind klasse. Deine Bewegungen sind klasse. Ich habe auch vorher noch nie getanzt, Alter. Vergiss das Buch nicht. Nee, vergesse ich nicht. So, ich krieg dafür auch Coins. Ich weiß noch nicht, wofür ich diese Gegenstände freischalte. Neuen Gegenstände freischalten. In den Läden. Was passiert, wenn er ganz oben ist? Kein Schimmer. In den Läden? Aber ich will hier sein. Wir bringen erstmal das Autogrammbuch erstmal zurück, Leute. Ja, dieser komische Kasper, der da irgendwie immer rumeiert, der sammelt uns auch voll. Grafisch, okay, ich find's grafisch gar nicht mal so schlecht. Es sieht ganz nice aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar nicht unseren backengrinsenden Joe Willi. Oh, meine Güte. Charaktermodelle sind oft sehr gleichtönig. Da man ja hier nur unter 4 Charaktermodellen natürlich nur entscheiden konnte, kann man sich natürlich denken, dass die Charaktermodelle sehr gleichmäßig aussehen. Ne? Aber es ist ganz schön gemacht, dass sie sich überlegt haben, ein bisschen den Park zu beleben. You gotta see this. Yes, of course I do. Und was man sonst noch so hat, ja, ich denke mal, hier sind so ganz viele kleine Sequels noch versteckt, die das Spiel halt noch ein bisschen spaßvoller rüberbringen sollen. Also vom Fun her ist es okay. Alter, auf der Kinect hätte ich die Scheiße nie gespielt, ey. Hallo Leute, schön euch zu sehen. Die haben bestimmt noch Vollpreis verlangt damals für die Xbox. Vielen Dank. Dieses Autogrammbuch ist eigentlich gar nicht für mich. Es ist für Goofy. Er hätte so gern eine Autogrammsammlung und ich dachte, es wäre nett, ihm bei den ersten Schritten zu helfen. Aha. Könntest du ihm das Buch bringen? Nö. Warum soll ich ihm das Buch bringen, verdammt? Du hast mir das Buch gegeben, du Arsch. Wow, wie viele Leute heute hier sind. Jetzt musst du wieder zurückrennen nach Goofy. Ja, mach Platz. Mach Platz, ich muss hier durch. Oh, ich habe gerade dich aus der Familie getrennt. Nee, du bist wieder zurückgebackt. Alles klar. Nein. Nein. Laber mich nicht voll. Ich habe voll den wichtigen Auftrag. Scheiße, sie dreht wieder um. Komm, wir zerstören meine Familie. Ihr seid jetzt meine neue Familie. Du bist meine neue Mami. Nein, du bist mein neuer Papi. Mit den anderen Kindern müsst ihr euch nicht abgeben. Kommt, bleibt bei mir. Ihr seid meine Familie jetzt. Oh, verdammt, ich habe die Übersicht verloren. Nein. Hi. Da geht's nicht lang. Okay, komm, Spaß beiseite. Ja, ist auch schon geil, ne? Kleiner Junge, was ist er jetzt? 10 oder so? Mitten alleine in Disney World. Passiert hilft das mal, ne? Kommt häufiger mal vor. So, Goofy, yeah! Moin, Goofy. Ich bin hier. Hallöchen, Sportsfreund. Ich bin Goofy. Wir kennen uns wohl noch nicht. Wow, Donald hat unterschrieben. Oh, danke. Ja, super. Abenteuer abgeschlossen. Ich weiß nicht, was das soll. Da, zu kleiner. So viel gleich? Hm? Ja, so viel gleich. Hier, unterschreib das Ding. Klar, wenn ich wieder weiß, wie sich mein Name schreibt. Mach einfach 3 Xe. Geht das so? Mickey sagt, ich muss an meiner Schrift arbeiten. Kein Problem.
Ich habe jeden da schon einen Kreditvertrag reingelegt, dass sie den unterschreibt, dass ich den nachher in der Kasse einlösen kann. Toll! Ja, ist ja mit sehr viel Liebe schon gemacht worden. Man sieht's auch. Okay, wenn man jetzt die Hintergründe mal ein bisschen abnimmt. Stimmtechnisch Originalstimmen reingepackt, auch aus den Deutschen. Finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht. Ist ganz okay. Ja, ist klar. Und wenn man sich jetzt mal so den Hintergrund ansieht, okay, da hätte man vielleicht noch ein bisschen schöner machen können. Ich meine, ein bisschen leblos. Aber was soll's. So, tanzen werde ich mit dem verrückten Jungen jetzt nicht. Ich habe keinen Bock auf Tanzen. Ja, komm, verpiss dich. Ich krieg schon wieder Geld. So, neuer Anstecker. Goofys Auto Brembuch. Na, schön. Jetzt kommen wir mal zum Aspekt, was kann ich denn damit jetzt eigentlich anfangen? Keine Ahnung. Also, wir haben hier das Autogrammbuch. Dort haben wir drei von... Warte, ich mal ganz kurz was gucken. Ah, nee, alles gut. Drei von sechs Autogrammen gesammelt und man sieht das hier mal so, Donald Duck, ja, wer jetzt alles unterschrieben hat, Jupal, Mickey Mouse. Ja, doch, ne, nächster Kreditvertrag ist fertig. Und wir haben noch ein paar, die sieht man da oben. Das ist zum einen Daisy Duck, dann ist das Pluto? Pluto soll unterschreiben? Da bin ich ja mal gespannt, wenn der mir mitten auf meine Unterschrift rotzt. Und wir kriegen sogar noch hier Anstecker. Ich habe so einen Anstecker ja von Goofy gekriegt. Da. Was kann ich mit dem Anstecker jetzt machen? Aha. Also Sammelspaß hier, oder was ist das hier? Also hier sammelst du dir ein durch. So, nee, Spiel verlassen nicht, obwohl... naja, komm. Ich hab schon schlimmere Spiele gespielt, mal so gesehen in der Hinsicht her. Was ich allerdings mal lassen muss, dass die von, die Entwickler von Planet Coaster, Roller Coaster und Co. Sich sehr viel Mühe geben in der Sache von Freizeitpark-Gestaltungsspielen. Eigentlich mal so gesehen starkes Team ins Boot geholt. Das merkt man auch sofort. Na gut, okay, die Figuren sind ein bisschen zitterig und hamperig, aber es fühlt sich an, als wäre hier was los. Ja, das muss man schon sagen. So, ich muss wieder nach Mickey. Moin Mickey. Na, wir haben wieder was erledigt. Eine eigene magische Kamera. Wenn du willst, kannst du mal ein Foto von mir machen. Hier, ich posiere und du kannst mich knipsen, okay? Ah ja. Falte meine Füße. Ja, okay, so. Wir sollen jetzt die Kamera aussuchen. So. Und... Großartig, sehr schön. Und jetzt LT. Na komm, mach ein Foto hier. Tja, oh ja. Und vor allen Dingen, wer macht jetzt das verdammte Foto? Was jetzt? Drücken? Aha. Könnte ich Ihnen auch den Stinkefinger zeigen? Super. Ich frage mich zwar, wer das Foto gemacht hat, weil ich davor stand und die Kamera hochgehalten habe. In 0, nichts bist du ein Kameraprofi. Also ich frage mich, was mit den Soundeinstellungen los ist. Da dürft ihr mir bitte nicht böse sein. Ich habe dir für den Anfang normal funktionieren sie. Ach, was wissen jetzt noch, ey? Alter, ich war doch gerade erst bei dir. Was ist jetzt noch für ein Thema? Könntest du mir nochmal helfen? Nochmal. Ich mache ein Fotoalbum für Minnie. Aber ich brauche noch Bilder von Goofy und Donald. Könntest du Goofy für mich suchen und fotografieren? Vielen Dank. Sag mal, mein Freund, kurze Frage, für wen sammelst du noch alles Fotos, ey? Du sammelst Fotos, du sammelst Autogramme und ich krieg nur so eine billige Ramschkamera dafür? Willst du mich verarschen oder was? Junge, ey, ich müsste Kilometergeld kriegen. Ich bin hier, um Spaß zu haben, nicht um deinen Job noch zu erledigen, ey. Da kann ich doch nichts dafür, wenn du jeden da die Scheißaufgaben erledigst. Was ist das hier eigentlich? Oh, ich kann springen? Wow. Ich kann... springen. Machen wir da ein Foto von. Das sieht aus wie ein Foto. Nee, keine Aktionsmöglichkeit. Alles klar. Gut. Gibt's kein Foto. Ach, hier ist ein Fotobereich, ne? Hier kann man Fotos machen, wenn du dich hier hinstellst. Und hier hol die Kamera raus. Und dann drückst du drauf. Oh, Mann. Musst du extra mal im Photoshop stehen oder was? Oh ja. Dann kannst du da ein Foto machen. Ich probiere gerade irgendwelche... Macht da nichts. Alles klar. Hauptsache, wir haben das Foto. Sehr legendär allerdings auch, ne? Also das Foto... Ist klar, da werden tausende von Fotos gemacht. So, Fotopass-Buch gemacht. Sehr schön. Jetzt laufe ich also mit meiner Kamera rum.
und versuche Fotos zu kriegen. Wo war das? Goofy und Donald. Alles klar. Kriegen Bauer noch irgendwie geschissen. Erstmal nach Goofy. Ihr macht Platz. Ich hab's eilig. Ich hab Auftrag von Mickey gekriegt, Junge. Ich bin VIP, Bitch. So, Goofy. Yeah, come on. Erstmal hier, komm. Nein, noch nicht. Du musst dir erst das richtige Album holen. Ich aber nicht mit dir. Mach ein Foto, verdammte Scheiße. Na gut, dann nicht. Oh, ich posiere gern für ein Foto. Klasse. Geht ja einfacher, als ich erwartet hätte. Und immer schön lächeln. Warum muss ich immer nur die Arme auseinanderreißen? Gibt es keine anderen Animationen? Wie zum Beispiel, was ich nicht, tanzen oder irgendwas anderes in der Richtung. Donald hat seine Mütze auf dem Matterhorn verloren und oh. Ohne seinen Glückshut macht er keine Fotos. Oh. Wenn du ein Foto, wie hat er das denn vorher noch hingekriegt? Die Mütze finden, und zwar schnell. Aha. Okay. Viel Glück. Tschüss. Niemand findet Sachen so gut wie du. Niemand. Das ist witzig. Nee, ist es nicht, aber egal. So. Wohin soll ich jetzt? Matterhorn. Wo ist denn das? Ich schau mal eben ganz kurz. Das ist in... Oh Gott, halt! Was? Warum gibt's denn jetzt hier so viele Bereiche? Verdammte Kacke nochmal. Sieht das nicht aus wie das Matterhorn? Oh! Super. Peter Pan's Flying. Cool. Das Pinocchio, Alter. Ist das Hook? Können wir den nächsten runterholen? Phantasialand. Oder haben sie... Oh doch, da haben sie doch noch ein paar mehr reingejagt. Also es sind aus allen möglichen Sachen welche dabei. Oh, hier, hier. Alice im Wunderland ist da hinten. Dornröschen und Beast? Beast? Was machst du denn hier, Mann? Hm. Okay, ja, wir rennen einfach mal die Gegend ab, würde ich sagen, ne? Ja, wir rennen jetzt einfach mal die Gegend ab. Komm, wir wollen uns mal ein bisschen Disney World angucken. Ob da was Interessantes zu machen ist. Wir könnten ja auch einfach den Pfeil hinterher jagen. Ja, komm, wir jagen den Pfeil hinterher. Aber mal gucken, wo er uns hinbringt. Wir sollen ja zu diesem Matterhorn und Donalds geile Mütze wiederholen, wo ich mich immer... Oh! Okay. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Mal, dafür gibt es einen riesengroßen Respektpunkt von mir, auch schwerbehinderte Menschen mit einzubeziehen in ein Spiel. Das ist ein Respektpunkt, ganz ehrlich. Das ist wirklich ein Respektpunkt, das sehe ich selten. Da haben sie sich wirklich mal gedacht, ey komm, ne, es gibt ja auch schwerbehinderte Menschen, die in Disney World rumrennen. Für viele Leute ist das ein Highlight, nach Disney World zu kommen. Und dass sie das gemacht haben, Respekt. Ne? Also das ist, ne, nicht nur einfach die normalen Menschen aufgezeichnet, sondern auch mal gedacht haben, hey komm, es gibt auch schwerbehinderte Menschen, die sich wirklich immer freuen, nach Disney World zu kommen. Und da habe ich ja schon ganz oft welche gesehen, also die haben gesagt, Rollstuhl und Disney World und dies und das. Sehr nice gemacht. Sehr, sehr nice. So, wir rennen mal weiter und weiter und weiter und weiter und wollen mal... Alter, ist das ein Fahrgeschäft? Kann ich damit fahren? Cool, muss man unbedingt... Falls Titel Dumm und Titel Dai auftauchen. Wer hat das gesagt? Who has said that? Titel Dumm und Titel Dai? Das kann doch nur, wie heißt sie jetzt sein hier? Ich weiß, oh. Dass ich ihr und ihrem Vater nichts Böses wollte. Ich grüße Beast. Dich. Ja, ich grüße dich auch, Mann. Bonjour, junger Herr. Schön, dich zu treffen. Ja, passt schon. Kannst du keine Autogrammkarte schreiben? Aber nicht küssen. Ja, nicht küssen. Das ist... schön. Ja, es ist schön, dich zu treffen. Ja. Auf Wiedersehen. Und... Pass gut auf dich auf. Machen wir. Seh zu. Ach ja, du kannst ja nicht von allen Autogrammkarten sammeln. Schade eigentlich. Wäre schön gewesen. So, hier sollen wir rein. Wir interagieren mal damit. Und fahren jetzt mit der Attraktion. Cool. Nee, fahren doch nicht. Was ist jetzt los? Warum bin ich in so einer Space World? Was? Kapitel 1. Okay, machen wir mal. Matterhorn. Wieso sehe ich denn so komisch aus? Lehne ich mit LS nach links und rechts, um Sachen auszuweichen. Schaffen wir sowieso nicht. Okay. Springen und willst du Schneeball werfen, drücke RT, wenn dir Yeti in der Nähe ist. Ja, Yetis. Yay. Yeah. In die Fresse, mein Freund. Ach, cool. Das hat mir nicht... Oh nein.
Was geht ab bei dir? Ja, tut mir leid. Na, bist du bereit für die Piste? Ja, ich habe zwar keine Stimme. Festhalten. Dieser Wind hat es wirklich in sich. Okay, da wollen wir mal. Donnerwetter, auf geht's. Voll cool, Mann. Hier. Warum sammle ich Münzen, verdammte Scheiße? Vorsicht, Abgrund voraus. Ach komm, scheiß auf Abgrund. Kriegen wir alles locker hin hier. Ich bringe dich im Handumdrehen von diesem Berg runter. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, ja... Donnerwetter! Hey, pass auf, da ist ein Riss im Eis! Ich hab's gemerkt, aber ich bin wieder drauf, keine Panik! Kriegen wir alles hin! Genau, Goofy, verschwinde mal, du passt mir die ganze Zeit voll in der Optik, Mann! Ist alles dein... Boah! Jo, ab runter hier! So, wo ist der verfickte Yeti, ey? Ich will dem wirklich seinen scheiß Schneeball in die Fresse werfen! Sauber. Springen wir mit so einem Ding rum, ey. Okay, wir sammeln und sammeln. Wir sollen ja Donalds Mütze eigentlich bekommen, ne? Bin mal gespannt, wo die rumliegt. Da war ein Yeti. Ich habe ihn gesehen. Ganz kurz ist er vorbeigehuscht. Siehst du? Kinderleicht. Was war das jetzt für eine komische warum ist denn das so blöd rübergegangen? Warum wird das auf einmal so verdammt schnell? Achso, alles klar. Ist ein Kinderspiel, bitte. Ah, da ist er ja! Na komm, Junge! Ich hol gleich meine Bazooka raus, da geht's dir aber in den Arsch, du! Aber Donnerwetter, ich bin mir sicher, dass Donalds Mütze hier irgendwo auf dem Berg ist. Wir müssen sie nur finden. Ich will die abwerfen, verdammt! Goofy, warum klappt der Scheißtrick nicht, den du mir gegeben hast? Ah, ist okay doch. Muss noch vorher zünden hier, ne? Da! Stirb, Yeti, stirb! Stirb, Junge! Dort, da ist sie! Donalds Mütze! Ja, ich werf schon mal voll ab. Ah, da ist die Mütze. Haben wir. Geschafft! Oh Mann! Donald wird sich sicher freuen! Danke. Ich töte die Yetis! Machen wir Dauerfeuer hier! Vorsicht! Ich krach nicht in die Eiszapfen! Was für Eiszapfen? Ach, die da, die du gerade reingekracht bist. Ja, ist okay, mach ich nicht. Versuch's mal zu vermeiden. Na, komm, wo ist noch einer? Tschüss, Herr Yeti. Ja, Full Jack. Immer rauf da, Yeti-Freund hier. Oh, verdammter Wichs-Yeti. Wo kommen die denn alle her? Bewirkst du weiter mit Schneebällen? Ja. Läuft soweit. Wow, du hast einen versteckten Mittel gefunden. Was hab ich gefunden? Ich schieße hier nur die ganze Zeit rum, Junge. Ja, ja, einer erwischt hier. Was habe ich gerade gefunden? Ich habe das nicht verstanden. Er hat so ganz komisch gemischelt. Auf alle Fälle haben wir 5-Star-Bonus hier. War so extrem geil sind. Ja, es war ja klar. Achso, die Mickey. Jetzt habe ich es mitgekriegt. Den sollten wir also finden. Ja, da muss ich ja nochmal fahren hier. Geht ja nicht anders, ne? Also ganz niedlich gemacht ist es. Vielleicht noch mal ein bisschen... Ich bin mal gespannt, wie die anderen Levels von den Dingern sein werden. Okay, der Schlitten steuert sich jetzt echt wie eine alte Farbe Pata Morgana. Wo ist denn doch ein Yeti, Mann? Ich will noch einen so einen Eisklub in die Fresse werfen. Klasse, du kannst es. Münzensammelleidenschaft, eindeutig hier heute. War, schon wieder da? Kann ich dich auch abwerfen? Ja, leider nicht, ne? So, geschafft. Das war's. Donnerwetter, echt still hier. Ich hoffe, hier sind keine... Yetis! Yetis, yay! Na endlich! Vorsicht, Lawine! Ja, da solltest du eher Gas geben, nicht ich. Bin ich tot? Nein, bin ich nicht. 4 gibt es davon? Jetzt bin ich aber ärgerlich. Komm, wir fahren mal die zweite Runde. Mal sehen, was in der zweiten los ist. Komm, wir machen das einfach mal. Die zweite Runde fahren wir jetzt auch noch durch. Und dann... Schade.
Naja, gut, ob man jetzt alles suchen muss oder nicht. Ich denke mal, das bleibt so ein kleines Highlight-Event. Man kann, denke ich mal, alles finden. Muss aber nicht unbedingt. Das ist nicht spielrelevant, denke ich mir mal. Vielleicht um ein paar Extras noch zu kriegen, wäre das vielleicht noch vom Spiel relevant. Wir hätten jetzt auch schon Schluss machen können und wären mit Donald Duck nach hinten hingegangen und hätten ihm seine duckige, hackige Mütze gegeben. Aber irgendwie fand ich das gerade so ein bisschen gebreakt, ne? So voll Hardcut. Achso, fortfahren, ja. Oh, jetzt muss ich auch noch zu Fuß gehen. Wow, sie haben mich! Schnell, mach, dass du wegkommst! Nein! Ich hab einen Schneeball, Junge! Hey, wo bringt ihr mich hin? Lasst mich los! Natürlich! Hierher! Der Yeti hat mich erwischt! Au, oh, verdammte Kacke, das funktioniert nicht gut! Ich kann nicht... Den Dicken hinten abwerfen, den Dicken hinten abwerfen. Das ist Mongorillo. Jetzt verstecken hier. So, töten wir sie alle. Snipen wir sie weg. Ha! Weggesniped, mein Freund. Hä? Ey! So, nächster Snipe. Oh, jetzt aber den Hechtsprung nach links machen. Ja, wie ducke ich mich denn? Mir keiner erklärt. Super. Und gleich nochmal. Ja, ist klar. Mache ich immer gerne für dich, mein Freund. Hätte mir nur mal jemand gesagt, wie ich mich ducken könnte. Oh. Ganz easy, mein Freund. Mit dem Schneeball bewaffnet gehe ich ins nächste Level. Aber wie ducke ich mich, verdammte Scheiße? Ich habe noch nicht rausgekriegt, wie man sich duckt. Super! Und gleich nochmal! Headshot! Super! Und gleich nochmal! Okay, snipen wir so weg. Scheiß auf Ducken. Oh. Lass dich nicht treffen. Scheiß drauf, Goofy. Ich weiß nicht, wie man sich duckt. Sonst würde ich mich ducken. Super. Und gleich nochmal. Super. Und gleich nochmal. Ja, Goofy, jetzt wiederhol's nicht. Super. Und gleich nochmal. Wir snipen sie einfach weg und gut ist. Hier, da werden sie sich... Oh, der Dicke kommt. Schieß ihn an! Schieß ihn an! Drei kommen noch. Gott, nee. Ein paar sind noch. Ey, ich bin hier auch noch hingefallen. Das war nicht beabsichtigt. Da hat das Spiel gefailt. So. Ich glaube, eine noch und da habe ich sie. So, den hau ich direkt rein auf die Fresse. Gut. Auch noch einer. Komm, die Sniper auch hin. So, auch geschafft. Hast du was zu reagieren hier oben? Jo, oh, armer Kleiner. Jetzt löst er gleich eine Lawine aus, weil er so schrecklich sauer ist. Jo. Jo. Ich brauche mich nicht ducken. Goofy, alles chillig. Ich verteile die Headies vom Feinsten hier. Du kriegst die schon noch. Ich weiß halt nicht, wie man sich duckt. Das ist Scheiße, das Spiel hat mir keine Hinweise gegeben, wie ich mich ducken soll. Super. Und gleich nochmal. Ja, ja. So. Aber wie duckt man sich, verdammte Scheiße? Halt die Klappe da. Und gleich nochmal. Super. Und gleich nochmal. Ist unfair, ihr Cheater. Ja, heul rum da. Halt Schnauze, ja.
So. Wie duck ich mich denn? Super! Und gleich nochmal! Weil es ist er da oben drin, ne? Super! Und gleich nochmal! Immer voll Headies. Scheiß auf die paar Bonuspunkte da. Der Dicke kommt. So, tschüss. Das war's. Highscore. Und der nächste, der weggesnipert ist. Du, du. Ja. Yo, Goofy, alles klärchen. Ja, das war echt meine Rettung. So, haben wir das auch gekriegt? Jetzt kommt Kapitel 5. Wir kommen Kapitel 3, Skiing. Und dann kriegen wir unseren Anstecker. Ach, wir haben Anstecker bekommen. Sehr schön, den Bronze-Anstecker. Hm. Ja, komm, aber letzte Kapitel auch noch, dann war durch. Ihr seht ja mal, wie so ein Durchlauf aussieht bei der Sache. Was ist das? Lehne ich mit einem rechts, Sachen auszuweichen. Halte X zum Beschleunigen. Um Geschwindigkeit zu halten oder länger zu sprinten, drücke B. Wenn dir etwas im Weg ist, spring mit A. Duck dich mit B, um auszuweichen. Versuche, alle Mickey-Schneemänner zu fangen. Du willst einen Tricksprung hinlegen, halte A beim Springen und staune. Okay. Beschleunigen war auf X. Aha, kriegen wir hin. Ich hätte mir das vorher mal durchlesen sollen. Ich habe eine Idee. Bastle dir ein paar Ski. Schnell. Klar, bastelt man sich eben schnell mitten in der Pampa noch ein paar Skier zusammen. Und die auch noch so geil aussehen. So, auf geht's. Fahren wir los. Immer mir nach. Kisten ausweichen, habe ich gehört. So, die Schneemänner von Mickey soll ich ja treffen. Upsa! Es tut mich aber leid. Mach Platz, ich brauche ein bisschen mehr Geschwindigkeit hier. Vorsicht! Die Kisten haben es in sich. Ach Quatsch, siehst du doch, komm locker durch hier. Ha! Noch ein Schneemann von Mickey. Hauen wir weg hier, die Quickie. Muss nur aufpassen, dass ich meine Bonuspunkte hier noch sammle. Ein bisschen langsam unterwegs hier heute, wa? Oh, das war ein bisschen zu... Oh nein, ich hab den Mickey-Schneemann verpasst. Nein, Schande über mein Haupt. Wie habe ich das geschafft? Warum? Warum den Mickey-Schneemann? Ach nö. Ja, oh. Ja, warum habe ich denn nur einen erwischt? Ich wollte mehrere erwischen. Warum werde ich nach rechts gezogen? Warum muss ich hier lang? Weil ich doch gar nicht hier lang wollte. Was soll denn das? So, weg damit. Oh, upsi. Der Yeti. Er dreht wieder voll durch. Und durch die Pampeln hier. Ja, sauber. Läuft doch hier. Ja, ich bin nach da. Voraus. Sieht aus, als müssten wir springen. Scheiß drauf. Heul nicht. Mach einfach. Du bist schon mal Ski gefahren. Alter, was für ein Jump, ey. Steuerung ist bei den Skidingern etwas hakelig. Ganz hakelig sogar. So, mach dir mal. Nimm den Goofy. Tötet den Goofy. Du findest aber auch wirklich jedes Versteck. Na, ich versuch's, ne? Oh Gott. So, kommt den auch noch mit. Da haben wir doch noch eine Chance, auch wenn wir mal einen übersehen, dass wir noch alle kriegen. So. Vorsicht! Das Eis hat Risse! Wir müssen drüber springen! Okay, soll ich da jetzt rüberjumpen? Ah! Der hast es aber gegeben! Was, der Truhe? Ja, ne? Bin so hardcore. So. Schaffen wir irgendwie alles hier noch? Was kommt jetzt? Oh, oh, nicht nochmal. Lawine. Ja, habe ich auch schon mal mitgekriegt, doch. Ach, das glaubst du oder nicht? Ich habe schon mitbekommen.
Hey! So, ich glaube, geschafft. Ich glaube, Level ist durch. Wow! Nein! Doch. Gelandet. Donnerwetter! Das war knapp, aber lustig. Donnerwetter! Ich hoffe, wir können mal wieder zusammen Skifahren. Tschüss! Bis bald! Jo, geschafft. Habe ich denn volle Punktzahl gekriegt? Nee, ne? Nee, habe ich nicht. Ein von 5 Mickey-Sternen? Wow. Ey, ich bin bald Millionär, wenn ich hier weitergespielt habe. So, wir bestätigen das alles und haben das Spiel eigentlich jetzt durch. Nein, ich will nicht nochmal. Nein! Och nö, ey, komm. Ey, nee. Kann man das irgendwie... ja, danke. Oh, zum Glück. Zurück zum Park. Ja, ist okay. Alles gut. Oh, nee, nicht nochmal. Einmal reicht. Puh. So. Wir fliegen in einer endlosen Zeitraumdimension wieder zurück zum Freizeitpark Disney World. Also deswegen verschwinden bestimmt so viele Kinder spurlos im Disney World. Sie werden in ein imaginäres Raumzeitkontinuum gesaugt und auf eine geheimnisvolle Bahn geschmissen, in der sie Yetis jagen, mit Goofy Skifahren und vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht eventuell, das Loch des Ausgangs wiederfinden. Los, komm mit! Oh, bin wieder da. Alles klar. Geschafft. So, was? Marathon-T-Shirt wurde in den Läden freigeschaltet. Ja, wo kaufe ich denn hier was? Oh, eine ganze Familie hat sich fotografieren lassen. So, wir sollen Donald jetzt die Mütze wieder zurückbringen. Aber wo sind denn die Läden, wo ich was kaufen kann? Sehen ja hier voll belebt aus, die ganzen Läden so. Guckt euch mal an, was hier los ist. Hier ist der Ansturm des Jahres drauf. So, dann, halt, da ging ein paar Münzen, die möchte ich noch mitnehmen. Was ist hier eigentlich für eine Attraktionsfahrt? Muss ich mich da echt anstellen für? Ey, euer Ernst? Wo ist denn die Anstellschlange? Warum komme ich da nicht rein? Ah, die berühmten Teetassen. Ach, hier komme ich rein, bestimmt, ne? Kann wir versuchen, mal die Attraktion mal auszuprobieren? Oh Gott, das wird ja noch... Echt jetzt? Leute! Ey! Nein! Ach, komm! Lass mich doch... Ey! Alter, bis ich... Und die steigen gar nicht ein! Was soll denn die Sauerei? Ihr seid voll die Lahmärsche. Oh, ihr verdammten blöden... Ach, leck mich doch am Arsch. Stehen da nur wie behindert rum, ey, und gehen da nicht rein, ey. Ja, das sind mir immer die Liebsten der Schlange. Ich weiß nicht, ob ich in das Boot steigen soll. Ja, verdammt! Kommen wir hier irgendwie anders ran? Naja, wohl nicht. Ich wollte das Maul fahren. Ich wollte sehen, was da drin ist. Können wir denn mit den Teacups fahren? Eine schöne Aussicht. Sieht gut aus, aber eigentlich haben sie es schön gemacht, ne? So könnte man den Dings gleich nachbauen. Okay. Ich habe doch gerade den verrückten Hubmacher gehört. Da ist er doch. Kann ich hier einfach rein? Attraktion, Teacups. Ja, und jetzt? Interagieren. Oh ja, kann ich einfach so rein. Yeah, rock the party. Rock, rock the party. Rock the party. Ich kann nicht mal meinen Kopf drehen, gar nichts. Das hätten sehen wir es an der Animation vielleicht noch ein bisschen mit einbeziehen können. Du sitzt einfach nur stumpfen Kerzen gerade in der scheiß Cup. Und wie komme ich hier wieder raus? Attraktion verlassen. Wir verlassen. Möchtest du die Attraktion verlassen? Ja, möchte ich. Ich weiß ja nicht, wie lange die Attraktion geht, ey. Nachher bist du 5 Stunden in der Attraktion drin. Nee, lass mal. So, was ist hiermit jetzt eigentlich? Das interessiert mich immer noch. Warum komme ich denn hier nicht rein? Ich will durchs Maul fahren. Wo ist denn der Attraktionsschild? Mach mal Platz da, Mensch. Warte doch mal. Was seid denn ihr für Loser, ey? Ah, Schande über euer Haupt. So. Okay, bringen wir jetzt erstmal Mickey seine Mützchen wieder. Macht Platz! Ah, hier könnte ich sie alle wegschubsen, aber komischerweise vor der Attraktion nicht. So, wo ist denn Donald, die alte Zwergenmaus? Ach, hier, guck mal eine an, da steht sie doch hier. Wer ist das nicht? Ariel! Hallo!
Ich bin Ariel. Wie schön, einen so netten jungen Mann zu treffen. Ist das nicht toll hier? Oh, es gibt hier so viele Dinge, die wir unten im Meer nicht haben. Könntest du mir helfen, ein paar Dingelhopper zu finden? Ich hätte gern mehr von ihnen in meiner Sammlung. Wenn du welche siehst, bring sie mir, bitte. Dingelhopper, sind das nicht die Dinger, die sie immer für ihre Haare benutzt hat? Na toll. Da kriege ich Angst. Warum haben sie Ariel jetzt... Ach so, ja, bestimmt, weil... Kannst du das? Sie wird ja auch... später ja auch ein Mensch. So, komm, eine Umarmung. Komm, Schwester. Du bist so süß. Interessant. Ich höre es selber sogar sehr dumpf, aber im Hintergrund hört man sogar die richtige Musik von Ariel. Ach, wenn der Märchenprinz einen gläsernen Kartoffel finden kann, finden ein wir Mensch dies. Zu sein? Genau, halte ja, doch, das war richtig. Auf. Ich sage dir Mickey Bescheid, Town. Wenn ich wir sind in Mickey Town. Unglaublich. Ja, der steht vorne immer die ganze Zeit im Eingang. Hat nichts zu tun, der Junge. Oh, hier kann ich noch ein Foto machen. Oh ja, Daisy. Sie gibt erstmal, gerne mach mal Platz jetzt, Mann. Oh, ihr seid aber auch echt Subjekte hier, ey. So, das will ich haben. Meins. Ich bin hier zum Kohle-Scheffeln da, ey. Ich will Kohle. Oh, Daisy. Ich will ein Foto machen. Gib mir eine fucking Kamera. Mal sehen, was wir jetzt fotografieren können. Ach, vor dem Auto. Mach eine Animation. Warum gibt es keine Animation, verdammt. Scheiße. Keine Animation. So, dann haben wir das auch. Dann wollen wir mal eben schnell... Wo ist denn jetzt Donald jetzt hier? Komm, bringen wir eigentlich Donald seine Mütze zurück, damit Minimaus... Warst du nicht gerade... Okay. Ah, da bist du ja. Hier. Komm. Ich weiß, das zu schätzen. Das ist schön. Okay, wir kriegen eine neue Animation. Sehr schön. Dürfen wir aber sie sowieso nur bei Donald oder sonst wo benutzen? Was macht der Kerl da eigentlich daneben? Ja, ich bin so eine arme Sau. Das Bild ist für Mickey bestimmt, aber er ist mein Gegner. Oh. Na gut, du sollst es ihm geben. Sehr nett. Sehr nett. Tschüss. Tschüss, Mickey von mir. Mach ich. Okay. Irgendwann mal. Schade, hier hätte ich mir jetzt so einen kleinen süßen Eingang geschafft. Aber wäre sowieso nichts drin gewesen. Aber so, es sieht ganz schön aus, es ist aber auch... Also animiert finde ich ziemlich cool. Ach, das ist doch hier Roger Rabbit, ne? Oder? Haben die den auch mit reingejagt? Was ist das hier eigentlich? Warum soll ich das fotografieren? Warum soll ich das denn fotografieren? So später für einen Auftrag? Versteckte Mickey-Fotos machen. Ach du heiliger Bimbam, das auch noch. Hey, du bekommst einen Was hat dieses blau leuchtende Scheiß zu suchen? Ach Mickey, ach da bist du ja. Hey, hä? Leute, du hast... Oh Junge, ich hoffe wir sehen uns bei der Parade. Sie ist ich hab Mimi gesehen, alles klar, ich weiß, dass du hier bist. Oh, Pass Junge, schon mit dir. Du hast für mich echt alles gegeben. Das Fotoalbum ist vollständig. Was für eine tolle Überraschung für Mini. Oh, weißt du was? Ich hab eine Idee. Weil du mir so viel geholfen hast, möchte ich, dass du Mini das Album gibst. Da wäre die Überraschung noch größer. Was soll ich jetzt machen? Was? Das Fotoalbum erhalten. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Ja, hier, unterschreib nochmal. Komm. Mein Gehaltscheck, mein Freund. Mein Autogramm haben? Wow, ja, auf meinen Gehaltscheck.
Dafür, dass ich hier schon mindestens seit, was weiß ich, wie viele Minuten hier rumlaufe und deine Arbeiten erledige. Tschüss. Sehr schön. Und denk doch bitte an Minis Fotoalbum. Ich würde gern mehr über die lustigen Dinge hören, die du gemacht hast. Nee, ich jetzt aber nicht so. Aber wir können schon mal von Mimi, die ja hier rumhängt. Hey, Mimi. Ich heiße Minnie Maus und ich freue mich, dich kennenzulernen. Was hat die denn für eine... Das ist für mich. Wie lieb. Und Alter, der Arsch des NPCs liegt mir im Weg. Oh, ich habe auch eine Kleinigkeit für dich. Oh nein, bitte nicht. Ja, genau. Unterschreib mal. Genau, High Five Check, man. Einmal tanzen? Du tanzt ganz wunderbar. Ich glaube, ich weiß nicht, hört sich Mimi Maus auch wirklich so an? Ich habe keine Ahnung von ihr. Müsste nicht die Letzte sein, die das sagt. So, haben wir auch geschafft. Sehr schön. Neuen Anstecker erhalten. Wir haben von Mimi den Dings erhalten, den Anstecker erhalten. Sehr schön. Was jetzt? Ach, wir gehen einfach mal rum. Ah, nee, nicht schon wieder so. Alter! Gab es nicht einen Doppel-Dreifach-Geschwisterpack? Oh, hey, wenn du einen versteckten Mickey siehst. Wo muss ich denn jetzt hin? Die Kamera raus. Zu dir? Warum zu dir? Das hier ist lustig. Damit die Blumen und Grünpflanzen in Disneyland so wunderschön aussehen, werden über 60.000 Sprenkler und Rasensprenger und 100 Gärtner benötigt. Was? Aber der Aufwand lohnt sich. Ich rede immer. Ich wollte gerade sagen, Alter, was für eine Wasserverschwendung. Auf Wiedersehen. Das ist ja voll die krasse Wasserverschwendung, was ihr hier habt, ey. Achso, jetzt soll ich woanders hin. Achso. Scheißding hat gebackt. So, wollen wir mal hier lang. Lass uns einfach mal so ein bisschen rumlaufen. Das Spiel bringt uns hier automatisch an alle Attraktionsgegenden, denke ich mal, hin. Und, was heißt das jetzt? Ach, die Gabeln. Wir sollen ja für sie die Gabeln finden. Stimmt ja. Da ist einer. Ach, Platz. Ach, da habe ich schon mal eine. Eine von dreien. Ah, sehr schön. Eine von drei habe ich. Wo sind die anderen Sänger? Ah, gut, da lang. Ja, jedenfalls gibt es hier so eine kleine Aufgabenhilfe, weil sonst müsste man hier ja... Ich meine, ich renne ja schon so von Ort zu Ort. Ah, ja, ist geil. Komm. Du bist cool. Hey, junger Mann. Ich bin das weiße Kaninchen, königlicher Herold, ihrer kaiserlichen Hoheit, der Herzkönigin. Alter, deine Augen, Mann. Die Freude ist ganz meinerseits. Keine Zeit. Eine Umarmung, das geht wohl in Ordnung. Ja, und danach tue ich dich ab in den Backofen bei 180 Grad. Umluft. Was tust du? Oh, ich fliege! Naja, so schlimm wird es schon nicht sein, dass du gleich fliegst. Oho! Alter, musst du eine Power haben, das Kaninchen sieht so aus, dass wir das mindestens... Komm nicht zu spät, auf Wiedersehen. 40 Kilo wiegen. Liebe Güte, noch einer. Suchen wir die übrigen. So, noch eine Gabel. Komm, die letzte Gabel holen wir uns noch weg hier. Dann gabel ich uns rein. Dann gabel ich hier eine rein. So, dann haben wir die drei Gabeln jedenfalls auch dabei. Und, da ist die letzte Gabel. Hurra, wir haben alle gewonnen. So, dann wollen wir einfach nur wieder zurück und Ariel eben schnell die drei Gabeln bringen. Also es ist nicht nur Aufträge für Mickey und Minnie in Accord ab. Alter, euch gab's echt im Superpack, ey. Ach, da könnte ich auch noch mitfahren. Was ist das überhaupt? Oder ist das in... Ach, das ist was von der Herzkönigin, ne? Cool, aber bringen wir erstmal Ariel erstmal ihre fetten Gabeln. So, hier Ariel. Hast du ein paar Gabeln? Was kriege ich dafür jetzt? 350.000 Macken? Das sind aber viele Dingelhopper. Jetzt kann ich sogar Skattel ein paar abgeben. Nein, brauchst du nicht. Oh, vielen Dank. Jo, geschafft. Bis bald. Schön. Ich muss Vater erzählen, wie wundervoll es hier oben ist. Nee, bloß nicht. Der kommt hoch und springt hier alles weg. Ich glaube, jetzt sind wir so gesehen durch und dürfen uns unser Abenteuer selber bestimmen, oder?
Ist das nicht so? Ja. Oh, das sind doch Toiletten. Ne, da bin ich. Schade, ich hab gedacht, das sind die Klos. Dann haben wir hier noch einen Auftrag, da noch einen Auftrag. Also wir kriegen noch überall ein paar Aufträge, die wir machen können. Ja komm, ich will wissen, was das da hinten war. Komm, wir gehen da mal rein. So, Platz. Ich weiß auch nicht, was das hier alles zu bedeuten hat. Ich habe keine Ahnung. Also, ich denke mal im Laufe des Spiels. Wir müssen unbedingt nicht voll quasi. Was ist das hier? It's a small world. Ja, dann wollen wir da mal rein. Und wieder werden wir durch ein geheimnisvolles dimensionales Portal gezogen. In eine andere Welt. Wie es so typisch ist bei Mickey Mouse. It's a small world. Na komm, wir wollen mal It's a small world spielen. So, mit dem Boot zu fahren, drehen, Uhrzeigersinn. Drücke die, was, entsprechende Taste, wenn das Kreissymbol erreicht. Okay, wir versuchen es mal. Mal sehen, was wir hier machen sollen. Ja. Was ist das denn für ein Disney-Film? Ah! Genau, dreh das Ding, was eigentlich für alle ist, aber alleine. Small World, der fröhlichsten Kreuzfahrt, die die Welt je gesehen hat. Auf dieser Reise werden wir vielen verschiedenen Orten und Kulturen begegnen. Ich probiere gerade zu hören, ob man irgendwas hört, aber man hört wirklich bei denen gar nichts. Also, es gab keine... Was muss ich denn jetzt machen? Was ist das? Jetzt geht's los. Oh Gott. What? What the fuck? Ja, du brauchst nicht mal kurbeln. Du bist angekommen, Mann. Da! Die riesigen Statuen und das unglaubliche Fertig. Leben im Meer der pazifischen Inseln. Hey, what the fuck? Sie wollen dir einen Tanz zeigen. Folge ihren Bewegungen und lerne die Tanzschritte. Tanz zeigen. Folge ihren Bewegungen und lerne Tanzschritte. Okay. Oh, oh Gott. Jetzt geht's los. Achso. Ihr seid also die armen Deppen, die dazu animiert worden sind, mich zu unterhalten. Ernst jetzt? Was? Nochmal? Ich komme mir verblödet vor. Die Scheiße hat schon damals in Deutschland zum Superstar nicht gut geklappt. Was? Was? Nicht voll? Ihr seid doch Sackratten, ja. Zu spät. Jetzt kriege ich keinen mehr. Das ist okay. Ey, leck mich am Sack. Kann doch nicht wahr sein. Frechheit. Ja. Ah, jetzt bin ich voll raus. So. Kriege ich bestimmt nicht viel mehr. Oh doch, immerhin habe ich den Mickey Point gekriegt. Sehr schön. Darf ich jetzt wieder nach Hause? Ein toller Ort, aber es gibt noch viel nee, mehr ist es nicht so. Es ist nicht so der tolle Ort, aber alles okay. Ich will gerne wieder nach Hause. Was, wo geht's denn jetzt wieder hin? Wo schippert er mich denn jetzt hin? Warum geht denn hier alles kaputt? Hallo? Kann ich die Scheiße auch beschleunigen? Ich fahre rückwärts. Ich würde mich gerne bewegen. Ich will doch hier einfach nur wieder weg. Bitte. Erlöst mich.
Mit der goldenen Kugel oder so. Scheiße, ich habe noch nie gesehen, dass ich... Also, wie gesagt, gut, okay, ich kenne Disney World jetzt auch nicht auswendig. Also, irgendwas in den amerikanischen Weiden noch nicht gewesen. Aber ich glaube, ich habe noch nie was davon gehört, dass es das da gibt, oder? Könnt ihr mir mal in den Kommentaren mal beantworten. Gibt's das da, gibt's das nicht? Ja, das kann ich nächste Tanzschritte machen, wa? Wow, wir sind im Nahen Osten angekommen. Einem alten Land mit reichhaltiger Kultur. Du arme Sau, die da mal rausspringen muss. Oh, nö. Oh, wie geil. Wow. Oh, super. Ja, genau. Ja, hi. Hi. Ja, geil. Natürlich, gleich direkt los, ey. Los, lass uns tanzen. Ich stehe da auch voll drauf, ey. Wow. Voll geil. Wow. Diese unheimlich tolle Argumentation macht mich total wild. Cool. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Vor allen Dingen, wie geschmeidig, wie unsere Figur sich dann nebenbei noch bewegt, ey. Es hatte so Rhythmusstörungen. Mein Junge, knall den Sonic Boom in die Fresse und gut ist die Sache. So, haben wir gleich irgendwas auf unserer Walt Disney Tour abgeklappert. Und da kommt gerade der Postbote, da habe ich mir ein ganz kleines Problem. Deswegen mache ich hier eine ganz kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder. So, ja, wieder da. Entschuldigt eben ganz kurz die Unterbrechung. Es war der Postbote, hat gerade an meiner Tür geklingelt. Und da muss man ja auch mal rangehen, ne? So, jetzt haben wir das auch geschafft. Orient ist... Oh Gott, ich habe keinen Bock mehr. Ach, nee, nicht noch eine Tour, oder? Zahle ich doch. Ach, nein. Komm. Nicht noch mehr zu tun. Bitte. Nein, ich will nicht mehr. Ah. Was macht man nicht alles für ein paar behinderte Points? Ich glaube, ich bestimme das auch noch mit meinem Tempo, wie schnell die Scheiße da weggeht, ne? Oh, wohin fahren wir denn jetzt? England? Afghanistan? Wohin geht's denn jetzt? Bitte, mach das letzte Level. Oh, okay, es baut sich das neue, hoffentlich letzte Ding auf. Was ist das? Was kriegen wir denn jetzt? Was ist das, Tibet? Tibet. Die Asien. Ja, Asien. Alles klar. Japan. Ostasiatischer Teil. Wo sind wir denn jetzt? Japan. Willkommen auf dem schönen und friedlichen Asien. Kontinent. Alles klar, der asiatische Teil. Mal sehen, welchen Tanzschritt sie dir beibringen. Oh, hätte ich vorher gewusst, dass das Tanzen ist, wäre ich hier nie reingeflogen. Ach, oh, Mensch. Ich habe mich ja noch gar nicht gesehen. Ja, fangen wir mal wieder an, ne? Das Geklicke, ne? Oh Mann. Das macht ja auch gerade so viel Spaß hier. So, jetzt kommt der andere asiatische Therapeut. Eieiei. Passt schon. Meine Güte. Ist so aufregend. Merkt ihr meine Aufregung? Wie geil ich es finde. Und wie viel Lust ich darauf noch bekomme. Super.
Oh, bitte mach doch gleich Feierabend. Oh nein, da kommt noch einer. Warum? So, geschafft. 4 von 4 Asien ist durch. 3 von 10 Geheimnissen. Och, nö. Lass uns wieder auf den Ozean. Ich hab erst 3. Nee, Alter, wie lange geht denn das noch? Och, komm jetzt. Was hatten wir denn jetzt? Den indischen Teil hatten wir schon. Am Anfang war der... Was war denn das? Stonehenge. War das der europäische Teil? Indischer Teil? Asiatischer Teil? Afrikanische... Oh nein, jetzt kommt der afrikanische Teil. Oh nee. Oh, der afrikanische... Oh, kannst ja ziehen bis zum Umfallen, ey. Oh. Finde nur, dass Lady Gaga gleich da rausgesprungen kommt und da irgendwie noch einen Gaga-Gaga-Anfall kriegt, ey. Oder nee, warte mal, Hannah Montana ist ja Disney. Entschuldigt, bitte. Weil da erlaube ich mir eigentlich. Wer war denn das noch? Hannah Montana? Da gab es noch mehrere, die Disney waren. Oder hier die von High School. Och, du heilige Scheiße. Jetzt seid ihr auch noch alle da. Jetzt geht's los. Ach, das war doch... Das war afrikanischer Bereich gleich. Jetzt müssen wir alle tanzen, ne? Mach die Tanzschritte nach, damit alle zusammen feiern können. Alle zusammen feiern können. Nee, warum? Vielleicht möchte ich das gar nicht. So, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Passt. Auch gut. Kriege ich jetzt die restlichen 200 Punkte dafür? Ah, jetzt kommt der nochmal. Passt, passt. Ach. Gleich schmeißen wir alle Mickey-Mäuse her. Okay, jetzt einer? Nein, auch nicht. Warum auch? Was ist jetzt los? Was für eine große Finale. Reise. Das sollten wir bald wiederholen. Was? Komm bald zurück, damit ich krieg wir mal die vollen Sterne besuchen und noch mehr Tänze lernen können. Leck mich am Arsch, ey. Scheißspiel. Jetzt fällt hier gleich die ganze Butze zusammen. Bestimmt, weil ich einmal da verkackt habe. Komm gleich überspringen, ey. Die Scheiße will ich mir gar nicht angucken. So eine kleine Welt. Nein, 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 nein. Oh, verdammte Scheiße, ich wollte nicht auf... Ah, nein, 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 nein. Aus, 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 aus. Nein. Oh, Kacke. Schnell raus. Raus, 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 raus. Nein, raus. Nicht nochmal, nicht nochmal, nicht nochmal. Danke und tschüss. Ja. Das war knapp. Zum Glück gibt es die Löschfunktion. Einfach raus und weg ist. Okay, also das haben wir auch schon mal geschafft. Ich glaube, hey, du bekommst noch für jede scheiß Parkattraktion auch noch mal volle Punktzahl oder so. Hui, 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 Rika. So, von wem fehlt mir das einzige noch die Unterschrift? Ich glaube, Daisy und Pluto, ne? Da haben wir die Unterschriften voll. Ah, ich höre schon die Welt. Die reale Welt. Keine Papppresse mehr, kein Scheiß mehr. Raus, die Welt. Ah, ich bin wieder da. Weg hier. Komme ich nie wieder zurück. Ach, die Alte stand da vorne rum. So, was für Geschäfte meint denn die? Ist sie blöd oder so? Was meint die für Avatar wechseln. Oh, cool. Was für Geschäfte meint die blöde Kuh eigentlich jetzt die ganze Zeit? Das ist dieses World-Ding. Aber da stimmt's. Aber die sagen mir, dass da auch noch eine Aufgabe auf mich wartet. Wo denn? Ah, da ist doch so ein Geschäftsstore. Guck mal einer an. So, ab zum Eingang. Wir gehen ja gleich so einfach hin.
Wir können uns auch teleporten. Habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Ja, das ist so ein Geschäftsding. Da kann ich mir Sachen kaufen. Endlich, ich muss ja auch mal meine Moneten ausgeben hier. Die ich mir so hart zusammengesammelt habe. Meine ganzen Monetos. Ah, los geht's. Monetos, Monetos, Monetos. Nein. Yep. Ich will meine Monetos. Nein, Hook, du kriegst kein Geld von mir. Was ist denn das Scheißzeug? Ist das das? Peter Pan steht hier auch noch rum. Ah, da ist noch Geld. Das muss alles mit. Oh, hier kann man noch ein Foto machen, okay. Machen wir auch noch eben schnell. Kamera raus. Mickeys Cyberkamera. Jetzt LT drücken, um den Cybershot zu machen. Ich kann nicht posieren. Naja, was soll's. Wofür eine Pose machen? Fertig. Hupa. Hey, Leute, guck mich an, ich kann springen. Wo ist das Ding denn jetzt? Dass ich ja voll vorbeispringe oder voll vorbeilaufe. Ich 28 Mal im Kreis drehe. So, da vorne hätte das schon gleich sein müssen. Bin ich doch voll vorbeigerannt. Umdrehen. Dann muss das doch. Soll das hier sein, wo die Ballons hängen? Ah. Aber warum soll ich davon ein Foto machen? Ich will was kaufen, Mann. Noch ein Foto, wo Mickey Maus gemacht. Ich will meine harte Kohle ausgeben. Versteht es doch. Meine hart verdiente fucking Money. Wo kann ich meine ganze Kohle denn ausgeben? Du da, du siehst so aus. Yeah! Lass mich rein. Nett, dass du meinen Laden wieder besuchst. Sieh dir unsere große Auswahl an Kostümen an. Disney-Artikel. Es ist sicher eins dabei, das dir gefällt. Anstecker. Warum soll ich denn die ganzen Anstecker alle kaufen? Was habe ich davon jetzt? Okay, hast du noch was anderes? Was Cooles oder so? Kleidung. Komm, Kleidung muss doch geil sein, Mann. Ja, geil. Ich krieg sogar Hüte, sogar richtige Kostüme, Alter. Wow, what the fuck? Wie viel? Buzz Lightyear Hut. Ja, jetzt weiß ich, warum das Spiel so schweineteuer ist. Ein Stitch Hut. Ah, cool. Nemo Hut, yeah. Gibt es denn ein komplettes Kostüm? Da gucken wir mal in die Kostüme rein. Vielleicht gibt es da was richtig Geiles. Fischanzug. Woody-Kostüm. Bergsteigerkostüm, Beast-Kostüm, Peter Pan, Dschungelforscherkostüm, Aladdin, was? Prinz Nevas Kostüm? Raumanzug, komm, wir holen uns den verfickten geilen Raumanzug. Oh, eine gute Entscheidung. Jetzt sehe ich aus wie Tron. Gut, wir haben jetzt mal ordentlich Rappen hier da gelassen. Können wir uns noch was Schickeres holen? Was ist das mit Fotoalben? Gibt es da noch bestimmte? Schnappschuss? Phantasialand Fotoalbum? Was habe ich denn davon dann jetzt? Das muss ich kaufen? Mit gutem Geschmack zu bedienen. Oh, eine gute Entscheidung. Du wusstest offenbar genau, was du wolltest. Warum soll ich denn das alles kaufen? Was habe ich denn jetzt davon? Autogrammbücher. Heldenautogramme. Ach. Du wusstest offenbar genau, was du wolltest. Echt jetzt? Es ist schön, Kunden mit gutem Geschmack zu bedienen. Du hast einen ausgeprägten Sinn für Mode.
muss sagen, du hast echt Geschmack. Ich muss jetzt echt diese Autogrammbücher auch noch kaufen, damit mir die Lappen da reinschreiben? Ist das dreist? An einem Foto mit Hook gibt es keinen Haken. Ist das fucking dreist? Ah, hier stehe ich nun und singe. Und ich sehe auch scheiße aus, aber mir doch ganz egal. Irgendwann gehe ich auch nach Haus. Ach du Scheiße. So, jetzt kannst du also auch zu ihr hingehen. Hallo, junger Herr. Mit Aurora. Mein Name ist Aurora. Aurora ist doch die alte aus... Schön, dich kennenzulernen. Nee. Jetzt kannst du mir auch noch ein Autogrammbuch geben. Ist das ein besonderes Buch deiner Freunde? Wie süß. Lieb, dass du gefragt hast. Ja. Hätte ich später kostenlos gekriegt. Passt auf. Bis später. Jo, hau rein. Lass dir gut gehen. Jo, Hookman. Ich bin's, der... Hook ist zur Stelle, mein Junge. Benimm dich entsprechend. Klar. Hau, kritzel mal rein. Selbstredend. Dir tue ich doch immer wieder gern einen Gefallen. Klar, damit er mich ins Nimmerland mitentführen kann, wa? Hier, nimm das Buch mit meinen besten Wünschen. So, komm, umarm mich. Ein wenig Abstand, bitte. Arschloch. So. Gehab dich wohl. Ich vertraue darauf, dass du zurückkehrst. Nö. Aber oh, passt schon. Natürlich sehe ich gut aus. So, passt schon, passt schon, passt schon. Jetzt kommt Peter Pan, der hat auch noch eine Aufgabe. Du bist der Junge, auf den ich gewartet habe. Ich bin Peter Pan. Findest du nicht auch, dass hier ein toller Ort ist? Hey, du hast das Zeug zum verwunschenen Kind. Komm zu mir nach Nimmerland und wir sehen, wie du dich machst. Komm, das wird der reinste Spaß. Nö. Meine Mama hat gesagt, ich soll nicht mit verrückten Kindern reden. Bitte sehr. Klasse. Bis dann. Komm bald nach Nimmerland. Oh, cool. Klar. Was sagen wir denn jetzt mal zu dem Spiel? Es ist eigentlich ja ganz witzig. Na, also ich mache jetzt mal ein Abschiedsfazit hier, weil ich glaube, das zieht sich sonst noch unendlich in die Länge und ich werde Fotos machen wie ein behinderter, verrückter Idiot. Hey, das hat einen Blaster für dich. Ich werde knipsen. Ich werde machen und tun und machen und tun und tun und machen und machen und tun. Achso, ich kann springen. Ja komm, wir springen mal in der richtigen Zeit. Moment. Oh, scheiße. Doch, wir haben es geschafft zu springen. Ich war höher als der Wagen. Es ist ganz niedlich gemacht. Definitiv. Also so von der Aufmachungsart her ist das ganz niedlich. Es ist auch so, wo man sagen kann, man kann sich hier mal ein bisschen Spaß herausholen. Ich bin Cinderella. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Ich habe letzte Woche deinen Schuh geklaut. Meine Freunde, die Blaukehlchen, haben erzählt, dass du sehr beschäftigt bist. Oh, ein bisschen. Ich habe eine Überraschung für dich. Einen Zauberstab von meiner guten Fee. Er soll dir helfen, viele wunderbare Dinge zu tun. Gib gut Acht auf dieses Geschenk. Yeah! Gib mir einen Zauberstab und ich mach daraus das Chaos. Der Ball wird schon bald beginnen. Und du musst dich natürlich für diesen königlichen Anlass angemessen kleiden. Bin ich doch. Wenn du mir Stoff, Nadel und Zwirn beschaffst, würde ich dir gerne etwas Besonderes nähen. Sehe ich nicht besonders aus? Mit der Hilfe meiner Mäusefreunde dauert es nicht lange. Blöde Kuh. Hier, schreib. In deinem Buch? Aber natürlich. Alter, du hast ja fast rübergeschrieben, das ganze Buch. Vielen Dank. Ich hau ab, ne? Kleid für den königlichen Ball wird sehr elegant. Ja, alles gut mit deinem königlichen Ball, Mann. Das ist echte Magie. So, wir haben einen Zauberstab gekriegt, oder was? Kann ich den ausfinden? Kann ich damit Scheiße bauen? Mann, warum? Doch, da ist er. Geil, du siehst komm. Sehr magisch ich will jetzt aus. Scheiße mit dem Zauberstab bauen. Suche nach etwas, was Flipendo. Du verzaubern kannst. Etwas Glitzerndes. Mach es einfach so. Cool. Kann es dann Münzen rausklauen. Simsalabim. Sieh dir das an. Genau wie Avada Kedavra. Lass uns noch mehr Sachen zum Verzaubern Knaller, finden. Ja. Schön mal Avada Kedavra rausfeuern hier. Harry Potter lässt grüßen.
Ha! Stirb! Ha! Ihr müsst alle meinen Sachen gehorchen. Naja, gut, komm. Kommen wir mal zum abschließenden Fazit. Spiel selber ist ja ganz witzig gemacht. Man hat sich hier so ein paar Kleinigkeiten überlegt, um die Leute so ein bisschen zu animieren. Es gibt ein paar süße kleine Animationssachen. Also, okay, für 16 Euro muss man jetzt ganz ehrlich sagen, vielleicht ein bisschen teuer. Das kann man auch im Angebot noch kaufen. Ich habe mal gesehen, irgendwas für 10 Euro oder 9 Euro. Für einen 10er ein bisschen Disney World Fun ist in Ordnung. Also man hat sich hier sehr viel Liebe und Mühe gegeben. Einige Sachen funktionieren nicht so ganz richtig, aber das ist so Hinsichtssache. Ne, dafür sind die Charakter gut animiert, dass jetzt mit den Soundproblemen hat, was mit meinem Aufnahmeprogramm zu tun. In Wirklichkeit, also ich hatte das Spiel vorher auch gespielt, da liefen die Tonaufnahmen wirklich perfekt. Nur damit vorweg. Und es sind ja immer so Kleinigkeiten hier, die ein bisschen Spaß verbreiten. Also das Spiel nimmt sich nicht zu ernst. Es sagt dir an, dass du Spaß haben kannst hier in Disney World, ein paar Sachen machen kannst. Vor allen Dingen auch das Wichtigste, was die ganzen Leute in Disney World alle haben wollen, mit einigen Charakteren aus Disney World interagieren. Und das ist dem Spiel definitiv sehr, sehr gut gelungen. Da kann man einfach nicht meckern. Das Prinzip des Spiels geht auf. Eine kleine Unterhaltungsshow mit vielen Dingen, die aus Disney World bekannt sind, die man hier sich angucken kann. Der will noch, dass ich ins Nimmerland laufe. Storytechnisch, einen neuen Spieler zugewiesen? Oh, cool. Was ist jetzt los? Oh, was? Seht euch das mal an. Ah, man kann das sogar zu zweit spielen. Also ihr könnt euch wirklich zu zweit auch noch mit Controller hier reinmachen, glaube ich. Verbindung zum zweiten Spieler trennen. Ja, man kann sich wirklich zu zweit mit dem Controller hier reinmachen. Ist doch ganz süß gemacht. Also man hat sogar dann überlegt, dass man hier kein Dings das machen muss. Kein was weiß ich was. Und scheiß, dass man hier tausendmal alles fertig machen muss oder so. Oder jeder muss das Spiel auch noch haben. So, wir springen hier mal ein bisschen rum. Nö, ne, man kann. Einer kann sich das Spiel kaufen, man kann das Spiel zu zweit spielen. Ist doch schön. Was will man mehr? Ja, also zu zweit an einem Gerät spielen. Ist doch gut gemacht. Also ich finde die Idee wirklich nicht schlecht. Ich kann das Spiel auch nicht irgendwie verurteilen, weil es doch eigentlich seinen Zweck des Spiels erfüllt. Manchmal kann man hier gute Sachen auf die Schippe nehmen. Und man kriegt ja auch genug Kohle, um nachher den ganzen Scheiß zu machen. Ja, ihr seht ja selber, wie viel Kohle haben wir jetzt schon wieder zusammengesammelt hier. Also, ja, das Spiel macht's eigentlich so schwer. Es gibt so ein paar kleine Minispielchen noch mit drin, auch ganz nett gemacht. Man kann... Ah, jetzt habe ich schon wieder drauf gedrückt. Warte mal, lass mal jetzt... Also, was kann man noch machen? Man kann, hier Fotosessions. Es gibt einige berühmte Orte aus den Disney World. Es gibt, einige Sachen, mit denen man rumdaddeln kann. Ich wollte eigentlich mein Abenteuerbuch öffnen. Im Abenteuerbuch kann man seine Mission noch aufrufen, die man machen möchte. Ob man jetzt das Kleid für Bella machen möchte. Dann musst du das alles machen. Muss die Sachen finden, Abenteuerfahrt festlegen. Das Spiel nimmt genau die richtige Art heraus, die ich so erwartet hätte von Disney World. Grafischmäßig habe ich sowieso schon gesagt, ich finde das wirklich nicht schlecht. Na, ich bin ganz ehrlich, grafischmäßig sieht das eigentlich sehr gut aus. Wie komme ich denn jetzt darüber? Ich will darüber. Achso, den Zauberstab einfach nur. Gut. Also grafischmäßig nimmt sich das Spiel nicht so, nimmt das Spiel sich gut was raus. Na, sieht nett aus, sieht Zähne gesetzt aus, klar. Manchen Sachen wie Blumen oder sonst was alles kann man natürlich was hinsetzen. Den Wald hinten, da sieht es ein bisschen dann verpixelter aus, aber im Großen und Ganzen, hallo, was erwartet ihr? Ja. Hauptsache man bekommt hier ein schönes Spiel. Können wir Cinderella um ein Foto bitten? Und ich glaube, das erreichen wir hier. Dann hat man sich noch so ein paar kleine Sachen einfallen lassen hiermit. Ach, also ich finde, da kannst du dich nicht beschweren. Nettes Spiel für zwischendurch. Auch gerade für eure jüngere Generation. Vielleicht haben ja noch ein paar Kinder Lust auf so einen Kram. Ne, die auch sowas gerne spielen, die sich wirklich noch mit Disney vergnügen und selber mal so in Disney World sein. Für die ist das definitiv was. Die werden das lieben. Für uns ältere Generationen, ja, mein Gott, why not? Ne, ein bisschen Fun in Disney World zu haben, ist ganz schön.
Ich glaube auch mehr, dass die weibliche Generation darauf total fliegen wird. So, jetzt haben wir die Sachen hier auch zusammen. 3 von 3 Sachen, jetzt würde die uns das fertig machen. Gucken wir uns an, was er uns für ein Kostüm machen wird. Ich bin gespannt, nachher sehen wir aus wie ein Zerrumpelpunzel. Du musst in Eile sein, aber... So. Das Tüpfelchen auf dem I. Vielleicht können wir gemeinsam zum Ball gehen. Oh, und wenn du noch mehr Zwirn finden solltest, bringe ihn bitte zu mir. Wir können ihn gut gebrauchen. Und jetzt? Was war's? Uns ist jede Art von Zwirn recht. Wir brauchen viel für die Sachen, die wir anfertigen wollen. Ja, du bist auch eingefehlt, du. So, und ich würde sagen, einfach mit diesem Dumbo im Hintergrund verabschiede ich mich von euch. Oder warte mal, wir fahren einfach dann rein. Verabschiede ich mich von euch. Hoffe, euch hat das Spiel mal sehr gefallen. Das war eine völlig neue Art, die ich hier mal mitgebracht habe. Und Dankeschön für den lieben, netten User, der mir das hier, ne? Du weißt schon, wer das war. Ja. Mit Dumbos Flugshow verabschiede ich mich und bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann immer ihr auch das Video seht. Hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ja, und wenn ihr das Spiel haben wollt, wie gesagt, 16,99 auf Steam und meistens gibt man es dann in anderen Keyshops schon ein bisschen günstiger für 10,99 €. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.